Einbildung. Wir wünschen allen Bewohnern von die Insel einen guten Tag. Ich möchte bekannt geben, dass die Mii-Nachrichten von nun an regelmäßig gesendet werden. Neuigkeiten von die Insel und aus der Region erfahrt ihr zuerst hier bei uns. Die neuesten Nachrichten senden wir um 7 Uhr morgens und um 19 Uhr abends. Verpasst sie also nicht. Danke fürs Zuschauen. Danke dir, liebe Ellie. Und somit willkommen zurück zu Tomodachi Live. Wir haben neuen Bewohner einziehen lassen und dann kam die Eilmeldung. Gehen wir mal zum Radioturm. Also diesen Funkturm oder was auch immer. Der wurde ja jetzt gerade neu eröffnet. Mal schauen, was da so abgeht. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 2 Uhr. Gerüchten zufolge hat Zelda ihren ersten Botengang erfolgreich zu Ende gebracht. Zelda war noch nie allein auf einem Botengang unterwegs. Gegner der Aktion argumentierten, ist sie nicht zu jung dafür? Aber Zelda konnte alle Zweifler mit einem zuversichtlichen Ich kriege das schon hin überzeugen und wurde schließlich mit dem Botengang betraut. Sie wurde zwar von Hunden verfolgt und hat außerdem das Wechselgeld an der Kasse vergessen, aber den Botengang konnte Zelda erfolgreich abschließen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Es scheinen alle Spaß zu haben, da muss ich auch hin. Ich hab Wichtigeres zu tun. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Misty Aqua und das waren die Mii-Nachrichten um 2 Uhr. Ich bin ein bisschen verwirrt. Was war das denn? Keine Ahnung. Schauen wir mal auf den Strand. Da soll sich jemand rumtummeln. Das ist Zelda, die gerade einen Botengang absolviert hat. Hey Zelda, na, was geht so? Nichts. Buddelst dir dein eigenes Grab oder wie sieht's aus? Ah ja. Es ist ein bisschen länger her, dass wir Tomodachi Live gespielt haben. Aber jetzt geht's wieder weiter und ich will schauen, ob da neues Lachs Müllerer können wir uns jetzt endlich kaufen. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt so das Bedürfnis danach, deswegen gehen wir hier mal raus und sorgen uns mal um die Bewohner, denn das ist ja im letzten Part ein bisschen zu kurz gekommen, da alle geschlafen haben. Hier wollen wir erstmal unseren neuen Bewohner kennenlernen, Dr. Mario. Hallo, Monsieur Mario. Ich habe mir gedacht, wir brauchen für die Insel einen Arzt. Und wer wird sich da besser eignen als Dr. Mario? So, gehen wir jetzt aber mal hier zu Focci. Was hast du denn für Probleme, Focci? Wir wollen dir ein bisschen helfen, damit sie sich besser zurechtfinden. Wir haben uns 2 Wochen nicht gesehen. Ebenbild von mir. Ja, das könnte sein, weil es ist ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe. Ich habe Hunger. Ja, wenn du Hunger hast, dann würde ich dir definitiv was Schönes zum Essen geben. Wie wär's denn, was willst du denn? Instant-Nudeln? Weißt du, bei Instant-Nudeln, die sehen immer so schön aus, aber die schmecken meistens scheiße. Deswegen bekommst du einfach mal Fleisch mit Kartoffeln. Yummy, yummy, yummy. Hier, Focci. Nein, ich wollte es auf den Boden werfen. Na gut, frisst die Schüssel auf, schon okay. Hat's gemundet? Oh, hat ihm ganz gut gefallen. Das fand er ziemlich lecker, das freut mich doch. Neuer Level erreicht. Yeah, Level up für mein Focci-Mon. Glückwunsch, die Zufriedenheit deines Mii-Charakters ist so weit angestiegen, dass sich sein Level erhöht hat. Das habe ich gemerkt. So, erreicht ein Mii einen neuen Level, kannst du ihm ein Geschenk machen, zum Beispiel ein Lied, ein Werkzeug, eine neue Einrichtung, eine Phrase oder etwas Taschengeld. Okay? Ah, Moment, wenn es dieses Lied lernt, kann es dann das auch singen? Weil ich weiß, dass die irgendwie singen können, die Mies. Schenkst du einem Mii ein Lied, kann es hier... Ja, tatsächlich, das ist das, was ich gesucht habe. Welche Genres gibt es das? Metal, Pop, Rock, Rap, Ballade, Oper, Techno, Musical. Also ich bin ja eher so der Operngänger. Aber ich weiß ja, dass bei euch heutzutage mehr dieses Rap-Hip ist. Also gebe ich mal so einen kleinen Rap-Song. Hier hast du, lern das mal schön. Hat es schon gelernt? Er hat schon gelernt, sehr gut. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Was wär's denn? So eine Goldkette? Kette? FSK 0 Spray? Was so? Was ist ein FSK 0 Spray? Jetzt taucht er auf jeden Fall da das Lied-Symbol auf. Du kannst ab jetzt das Lied-Symbol verwenden. Berühre es, wenn Focci... Oh, cool, der kann uns ein Lied singen. Dann zeig mal, was du drauf hast, Focci. Ah, das, nicht das Musical, sondern das Musik-Dings wird eröffnet. Eilmeldung. Als Antwort auf den Wunsch einiger, sich mal so richtig das Herz aus dem Leib singen zu können, wurde heute eine große Konzerthalle auf die Insel eröffnet. In der Konzerthalle können die Charaktere die tollsten Lieder zum Besten geben.
die sie als Geschenk vom Ebenbild von Fuji erhalten haben. Hier kann sich jeder mal wie ein Popstar fühlen. Man kann sich sogar von Hintergrundtänzern unterstützen lassen. Alle, die eine Karriere im Bereich Gesang anstreben oder einfach nur mal Stress abbauen wollen, sollten vorbeischauen. Die Konzerthalle kann über den Kartenbildschirm betreten werden, aber da so gut wie alle gern singen, haben wir in ihren Zimmern ein Notensymbol für direkten Zutritt untergebracht. Danke fürs Zuschauen. Danke dir, ey, cool, 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 da freue ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen drauf. Gehen wir mal rein und schauen mal, was Fortune uns so schönes Wort trellert. Trellert, das ist das Slangwort für trellert. So, Solos, wie singen die denn als Band? Wahrscheinlich müssen mehrere das singen können. Ja, Foka, du sollst ein bisschen was vorrappen, zeig mal, was du drauf hast. Ja, Rap ist das Einzige, was du kannst. Jetzt könnte ich theoretisch den Text umändern. Lass mir das erstmal so. Schau mal, wie das so ist, der Text. Yo. Joel sieht cool aus. Du, Mann, mit. Mit dem Kopf. Ich bin im Tiraptor. Na, du. Sind denn alle? Telefalle. Alle von nur noch. Was? Schlager. Kauf doch lieber meine Platten. Hier ist doch, ihr wollt es auch jetzt mit vier Tricks. Was zur Hölle? Was war das denn für ein Scheiß? Das einzige Coole war Joel im Hintergrund, wie er rumgebreakt ist. Und Dr. Mario natürlich auch. Okay, wir können den Text umschreiben. Das wollen wir definitiv auch mal tun. So, Moment. Bearbeiten. Yo, Mann, Nick. Nee, wir sind cool. Wir wollen ein bisschen gefühlvollen Song schreiben. Und zwar hier. Es war ein Herbsttag. Und zwar der 1. November. Ein selbstkomponiertes Lied von mir, November. Das ist die erste Zeile. Dann machen wir weiter mit. Moment. Tut mir leid, das dauert jetzt ein bisschen. Ich hab noch, oh Gott, ich soll doch schreiben können. Immer ein, oh Gott, lern schreiben, Fotschi. Ein Herz drin in meinem. Hallo, kann ich nicht weiterschreiben? Wieso kann ich hier nicht weiterschreiben? Dann machen wir es so, ich habe noch immer ein Herz drin. Und das machen wir auf die nächste Zeile. Ein Herz drin in meinem Kalender. Sehr poetisch, ich weiß. Können wir das irgendwie uns anhören? Ah, hier, anhören. Mach mal. Das dauert jetzt ein bisschen. Es war einfach unser Ende. Ich habe noch immer ein Herz drin. In meinem Kalender. Na du. Okay, die erste Zeile singt Rap. Ah, ich kann noch mehr Hintergrund-Rap-Tänze da einsetzen. Ah, und er kann Kleidung hier bestimmen, oder wie sieht das aus? Ja, aber ich habe leider nichts. Standard, ja, okay. Nein, schon okay. Ja, das Problem ist, das ist ein bisschen blöd, weil die erste Zeile singt er dann megamäßig schnell. Moment, wir müssen das nochmal bearbeiten. Es war ein Herbsttag. So, das kommt auf die erste Zeile, und dann kommt auf die zweite Zeile. Oh Gott, das dauert jetzt ein bisschen länger, tut mir leid, aber ich will das auch mal machen. Und zwar der 1. November. Hören wir uns nur mal kurz an, ob sich das gut anhört. So, sing mal. Oh ne, ja, egal, komm, ist egal jetzt. Yo. Voll die Gang im Hintergrund. Nick mit dem Kopf, Leute. Es war ein Herbsttag.
Und sagt der 1. November in meinem Kalender, na du. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen... Was? Was ist los? Was habe ich gemacht? Ihr habt es doch nur beendet. Was? Okay, dann muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen mit dem. Aber keine Angst. Irgendwann werde ich schon meinen eigenen Text da schreiben und dann werde ich euch das vorführen. Aber ich werde jetzt nicht ewig hier herumhantieren, weil das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig für euch. So, gehen wir lieber nochmal ins Haus und lösen ein paar Probleme. Also, Gott und Focci unterhalten sich ganz gut. Was mit dir? Ne, Moment, die haben Probleme. Gehen wir einfach erstmal zur jungen Dame. Ellie, was ist los mit dir? Was passiert? Kann ich dir irgendwie helfen? Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Ach, kein Problem. Was ist denn dein Anliegen? Was soll ich sagen, wenn ich deprimiert bin? Phrase lernen, nicht jetzt. Ja, eine Phrase. Was für eine Phrase? Hä? Wenn du deprimiert bist, sagst du... Was sagt man denn, wenn man deprimiert ist? Ich weiß nicht. So oft bin ich jetzt nicht deprimiert. So, du sagst... Mi, 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 mi. Sehr gut. Und machst dabei die Geste. Nee, die? Wie cool. Nee, Moment. Die ist cool, die ist cool. Mi, 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 mi. Ja, das passt perfekt. Schauen wir mal. Hier hast du die Phrase. Nimm mal. Aber du sollst nicht deprimiert sein. Mi, 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 mi. Sieht eher so aus, als ob sie schlafen würde. Aber gut. Ja, das gefällt mir ganz gut. Du kannst ab jetzt das Phrasensymbol verwenden. Berührst du es, kannst du deinem Mi eine neue Phrase beibringen. Okay, gut zu wissen. Ja, lass mich mal Ellie deprimiert sein und gehen lieber wieder zur Dame, denn erstmal kümmern wir uns um die Damen, bevor wir zum älteren Herrn Joel gehen und schauen, was der für Probleme hat. Wir haben uns 2 Wochen nicht gesehen, Ebenbild von Fushi. Ja, ich weiß, tut mir leid, das kommt nie wieder vor. So, schauen wir, was sie will. Ich habe gehört, dass Joel mit mir befreundet sein will. Ja, ja, das ist echt schön. Joel ist ein cooler. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Das wäre eine perfekte Idee. Aber wollte sie nicht schon was von Gott? Na, schauen wir mal. Joel ist immerhin auch so eine Art Gott. Immerhin schlägt er sich allein durch die Apokalypse durch. Was heißt allein? Mit Hilfe von Ellie. Und? Verstehen sie sich gut? Können sie sich auch schlecht verstehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie sich nur gut verstehen. Ja, die verstehen sich auch gut. Können die sich schlecht verstehen, wenn sie miteinander reden? Okay, es ist gut gelaufen, das freut mich. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Das ist schön, das ist schön, das ist schön zu hören. Gib mir Geld dafür, danke. So. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Oh, vielleicht wieder so ein FSK 0 Spray, was ist das denn? Magenmittel, ja danke, ich mag Magenmittel. Das, ja. Was ist jetzt offen? Das sieht aus wie eine Spielehalle oder so. Eilmeldung. Auch der Hutmacher wurde nun endlich auf dieser Insel eröffnet. Gott, einer der ersten Kunden nach Eröffnung, sagte mit leuchtender Miene. Ich habe mich nie besonders für Hüte interessiert, aber als ich gesehen habe, wie gut mir die hier stehen, nun ja. Ob ihr nun Hüte liebt oder nicht, schaut doch einfach mal beim Hutmacher rein und seht euch um. Es kommen jeden Tag neue Modelle rein. Verpasst also auf keinen Fall den letzten Schrei. Danke fürs Zuschauen. Das werden wir definitiv nicht machen. Und ey, hier gibt's einen Hutmacher. Da muss sich eine bestimmte Person auf jeden Fall auch noch auf die Insel einziehen lassen. Willkommen. Okay, ein Bärchen hat... Was ist das für ein Hut? Kopftuch? Das ist kein Kopftuch, das ist ein Bandana, Leute. Oder eine Locken... Das sah alles bescheuert aus. So, Saisonware ist nix, Katalog auch nicht. Okay, lassen wir das erstmal gut sein. Hüte, schön und gut. Ach ja, bevor ich es vergesse, was denn? Ja, lass mich Streetpass in Ruhe, danke. Du musst entscheiden, welches Item deine Insel bis Streetpass auf andere... Ja, komm, da. Würdest du lieber Artikel für... Nein, ich habe jetzt Mädchen. Okay, komm, egal. Und zwar süße Sachen. Konservativ. So.
Pünktchenkleid, das ist doch wunderschön. Das soll man bei meiner Insel exportieren oder wie auch immer. Ich habe nicht verstanden, was mir das bringt. Aber gut, sei es drum. So, nein, ich möchte Street Pass nicht aktivieren. Danke. Ja, ist gut. Noch eins. Oh, komm, lässt. Ich will nicht. Nein, 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 nicht Spot. Nein, danke, danke. Ja, tschüss. Dankeschön. So, wir wollen uns nochmal um ein bisschen Probleme der Mitbewohner kümmern. So, Joel war zuerst da. Danach können wir zu Dr. Mario gehen. Machen wir ein bisschen längeren Part, weil es schon lange keinen mehr gab. So, Joel, was gibt's denn? Er träumt. Wieso haben alle die Brücke auf? In letzter Zeit. Naja, mal so, mal so. Haha, köstlich, nicht wahr? Alles klar in deinem Land in letzter Zeit. Was? Nur mal halt. Haha, köstlich, nicht wahr? Dein Land genießt einen ziemlich guten Ruf in der Welt. Absolut fantastisch. Haha, köstlich, nicht wahr? Ich find's köstlich. Alles ja. Klar in deinem Land in letzter Zeit. Naja, mal so, mal so. Haha, köstlich, nicht wahr? Alles klar in deinem Land in letzter Zeit. Das können wir ja einfach den ganzen Part lang so machen. Was hat er für verstörende Träume? Köstlich. Joe, was ist los mit dir? Junge, Junge. Okay, nochmal ein Geschenk, okay. Die hätte ich gerade verkaufen können oder ich habe sie geschenkt bekommen. Ja, danke, Joel. Was du für Vorlieben mein hast, wissen wir. Mein Name ist Joel. Ich handle am liebsten selbstbestimmt. Das verstehe ich, ja. Ich kenne dich doch, Joel. Wir kennen uns ich doch. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Oh, habe ich ihm das Holzfällerhemd gekauft? Ja, habe ich. Perfekt. Hier hast du es. Das passt perfekt zu dir. Bitte schön, Joel, hol's dir. Aber pass auf, dass da kein Klicker in der Nähe ist. So, mal schauen, wie dir das steht. Da steht hier. Oh, perfekt! Was? Ah, es erinnert ihn vielleicht an die Zeit. Oh nein, daran habe ich nicht gedacht. Aber es steht dir trotzdem gut. Es steht dir trotzdem gut. Du behältst es. Mir scheißegal, ob es dir nicht gefällt. Im Büro der Verwaltung neben dem Eingang siehst du allerlei Infos zum Haus. Das weiß ich. Danke, Joel. Sehr nett von dir. So, dann lösen wir noch das Problem von einem Bewohner, nämlich von unserem neuen Bewohner, Dr. Mario. Und dann beenden wir auch den Part. Herr Doktor, bitte nicht schlafen. Du bist ein bisschen klein. Heißt Dr. Mario. Ich nehme alles ziemlich ernst. Das ist gut. Als Arzt muss man ja auch alles ernst nehmen. Ey, weißt du, ich bräuchte ganz dringend 85 Euro. Gibst du mir Kredit? Alter! Was ist das für ein scheiß Arzt? Alter, der hat sicher sein ganzes Geld versoffen und verkokst und jetzt braucht er wieder Geld. Wie viel habe ich denn? Kredit? Zahlt er es mir denn zurück? Ah komm, ich vertraue ihm mal. Klar, gerne. Was? Im Ernst? Ja, hier, viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Das hilft mir wirklich sehr. Jetzt kannst du eine Nacht lang wieder Koks und Noten bezahlen. Hä, wieso? Ach so, das wurde auch abgezogen, das ganze Geld. Ja, er hatte über 100 Euro. So, wenn wir gerade bei Geld sind, wie wäre es dann mit einer kleinen Spende für die Insel? Ich will keine Adresse. Was? Sie lautet Quitch Atoll. Quadrat 3 Mais Ozean. Eine fantastische Adresse. Ja, extrem. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut, liebe Insel. So. Bitte spenden für die Insel. Was? Hallo? Wieso kann man nicht spenden? Wieso kann man nicht spenden? Ich dachte täglich einmal spenden. Hast du aber falsch gemacht. Egal, was ich falsch gemacht habe. Ich würde sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn dem so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Bis dahin, meine lieben Freunde. Schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.